Willkommen im Vox-Raum. Sebastian Trago, schön, dass du hier bist. Der war besser. Der war besser. Dankeschön, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, immer mal wieder gerne hier. Ne? Wir hatten dich beim Tag der offenen Tür, bei verschiedenen anderen Veranstaltungen. Du bist aber auch immer so auf der Durchreise mal hier und spielst in Frankfurt, bist viel unterwegs. Genau. Und da dachte ich mir heute Morgen so, ach, wenn er schon da ist, dann schnapp ich ihn mal und zerren mal vor die Kamera. Und wir reden einfach mal so über, wie ist es denn heutzutage Musiker zu sein? Ja, das ist die Frage, die du tatsächlich echt häufig gestellt bekommst, weil ich glaube, den Leuten das gar nicht mehr bewusst ist, gerade eben durch Social Media und durch dieses ganze Zeug. Was macht denn so ein Musiker? Wie ist denn das? Ne? Der sitzt den ganzen Tag zu Hause, dudelt Gitarre. Raucht Marihuana, spritzt Haschisch und ist so. Genau, klar, wir nennen den Elefanten im Raum mal beim Namen. Es wird immer schwerer, wenn man diesen Oldschool-Approach hat. Ich will rausgehen, ich will Mucke machen, ich will damit Geld verdienen, ich will berühmt werden. Ne? Klar. Die ganzen Strukturen sind heute durchgetaktet und reguliert von vorne bis hinten. Die kleinen Live-Clubs, wo du wirklich noch unabhängig und untergrundmäßig Mucke machen kannst, wo du reinkommst, auf die Bühne kommst, deine eigenen Sachen spielen kannst, werden immer weniger. Spotify-Playlists werden immer mehr, wenn du jetzt keinen Song hast, der da unbedingt reinrutscht. Ja. Wie machst du das denn? Wie willst du das releasen? Plattenverträge gibt es immer weniger, so wie wir sie in Erinnerung haben, aus den goldenen Zeiten mit 150.000 Euro Vorschuss, Sportwagen und Playboy-Model. Und jede Menge Gitarren umsonst. Klar, das ist alles so die Tatsache. Und von daher ist es immer recht schnell gesagt, okay, es ist verdammt schwer heutzutage als Musiker. Ja. Was ja irgendwo auch stimmt. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch ein paar Wege und ein paar Sachen, die man machen kann, um irgendwie durchzukommen. Genau. Und da hast du, vielleicht mal um so ein bisschen auf deine Vita einzugehen, du hast ein Sprungbrett genutzt. Ich weiß gar nicht, ist es ein Wettbewerb oder muss man sich dafür qualifizieren? Deutscher Rock-and-Pop-Preis? Genau, das war 2015. Das ist ein jährlich vom Deutschen Rock-and-Pop-Verband, der größte Verband für Pop- und Rockmusik in Deutschland, der größte Verein. Jährlich verliehener Preis, den ich 2015 mit einem super, super kontroversen Titel: Bester Gitarrist, was kannst du dir glauben, was es da gehagelt hat das in der Gitarrenszene? Alter, da kommst du nicht mehr drum rum. Also das ist so. Ach so? Ach, und ist er denn jetzt der Beste? Aber im Endeffekt war es, wie du gesagt hast, ein Sprungbrett, weil auf einmal halt Fernsehen kam und ein Beitrag wollte, Radio kam, ein Beitrag wollte, Anrufe von Clubs selber an mich kamen, die Buchungen wollten, was heute nicht mehr passiert, Kinder. Keiner wird euch anrufen, ihr müsst selber das Telefon in die Hand nehmen und die Leute terrorisieren. Und ich habe gedacht, ich verrate nicht meine Zaubertricks heute, wie ich das mache, aber irgendwann musst du das ja machen. Nee, das war tatsächlich so ein Sprungbrett, deswegen habe ich ein... Nächstes Jahr gleich nochmal gewonnen. Nein, deswegen haben wir ihn... Du hast ihn zweimal gewonnen. Wir haben ihn zweimal gewonnen, aber allerdings im zweiten Jahr für den besten Drummer. Okay. Da haben wir einen Song eingereicht und da habe ich eine Drumline geschrieben und habe meinen Schlagzeuger motiviert. Ich war da so ein bisschen der Motivationscoach. Komm auf, geh ab und mach die Pilze. Und wir gewinnen dieses Ding, ne? Und ist halt nochmal passiert, was auch sehr cool war. Ja, war so ein bisschen ein Sprungbrett, aber... Es war so auch ein bisschen Fluch und Segen. Zum einen, weil die Erwartungen dann sehr hoch waren von eben dieser... Wir sind ja schon eine sehr elitäre Szene, die Gitarrenszene. Ne? Mhm. Die Gitarristen sind schon so... Jeder ist sich sehr über seine Sachen sehr erhaben. Und da ist es natürlich schon ein schweres Brot so ein bisschen für einen 23, 22-jährigen Gitarristen, weil ich halt gnadenlos zerschossen wurde halt von Älteren. Das Problem als Unabhängiger, also ich bin ja independent, ne? Also keine dicken Plattenverträge, keine Firmen oder sowas. Wenn du das alles selbst machst, musst du halt gnadenlos dranbleiben und es wird halt einfach nicht einfacher. Es wird von Jahr zu Jahr, musst du gucken, okay, wann kommen die nächsten Aufträge? Scheiße, habe ich nächsten Monat Gigs? Fuck, habe ich übernächsten? Fuck, was mache ich den Sommer? Fuck, was mache ich den Winter? Wie finanziere ich das neue Album? Habe ich neue Songs? Ich muss Booking machen, ich muss Steuererklärungen machen, ich muss Rechnungen schreiben, ich muss Bandproben planen, ich muss Touring planen, ich muss
ja, da geht schon mal oft Land unter, aber... Du sprichst jetzt genau die Sache an. Also für alle da draußen, die denken, Deutschland sucht den Superstar, ist die Art und Weise, wie man schnell reich und berühmt wird, kurzweilig ja. Und wenn man das Glück hat, sich da irgendwie durchzuschlagen, go for it. Solange man Sänger ist. Für Gitarristen sieht es schon schwer aus. Ja? Man sieht aber auch, die Leute, die es da durchgeschafft haben, sind so lange geil, wie die erste Platte draußen ist. Und dann macht es meistens dann doch wieder nach runter. Ja, wir müssen uns halt immer irgendwie in Erinnerung behalten, dass wir vom Musikgeschäft reden. Also das ist so ein Ding, dass ich meinen Mitmusikerkollegen oder den jungen, noch jüngeren Musikerkollegen, die hinter mir kommen, also die Generation hinter mir, irgendwie versuche mitzugeben. Sag ich immer, ihr müsst euch bewusst sein, das ist ein Musikgeschäft. Und das ist es nicht umsonst. Ja. So, und da herrschen Strukturen von einem Geschäft. Und es wird natürlich immer geglaubt, ja, aber wenn man irgendwie einen YouTube-Hit, ne, Justin Bieber war ein YouTube-Wunder oder sowas, glaubt ihr im Ernst, dass ein Milliardenunternehmen wie Google, ein Multimilliardenunternehmen, das durchstrukturiert bis aufs Kleinste irgendwo einen Zufall zulässt in einem Algorithmus, der selber vorprogrammiert ist, dass das auf einmal über Nacht passiert? Nein, es passiert nicht. Und wenn es anderweitig verkauft wird, dann ist das halt nur, weil es so verkauft wird. Und ich nehme immer so eine Metapher, also nee, ist keine Metapher, aber so als Beispiel. Es ist wie mit dem Essen. Mein bester Freund ist Koch, ja, und er kocht in der Sterneküche. Jetzt ist natürlich der Unterschied, ob du zum Maggis gehst und dir einen Burger für einen Euro holst, ne, oder ob du halt zu einer kleinen, regionalen, lokalen Küche gehst, die halt exquisite Zutaten nimmt, etc. pp. Burgerladen mit Fleisch vom Nachbarshof oder was auch immer. Mhm. Die Qualität ist eine andere, aber natürlich kann der kleine Burgerladen nicht mit dem riesen McDonald's konkurrieren. Ja. Ne? Und da hast du natürlich die Major-Industrie, die da komplett alles abgedeckt hat, die da komplett ihre Sachen verkauft kriegt und sie verkauft. Und du heutzutage, wenn du daheim Bedroom-Producer machst und was releasen willst, konkurrierst halt eben tatsächlich mit einem Ed Sheeran. Ja. Weil der vorprogrammiert ist, in die Aufmerksamkeitsspanne der Zuhörer zu kommen. Und wenn du da halt auch rein willst, musst dich halt mit dem rothaarigen Kerl anlegen. Ja. Es gibt 82 andere Ed Sheerans und die gibt es schon seit 30 oder vielleicht sogar 40 Jahren. Ja. Aber er hat es gepackt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Also es gibt schon diese Erfolgsstories noch, aber letztendlich der Weg dorthin. Und jetzt fangen wir mal wieder deine Vita ein. Die ist natürlich eine andere als früher. Also früher war es so, ich spiele Club-Gigs und wenn ich Glück habe, kommt irgendein A&R vorbei und signed dich. Das ist ja jetzt nicht mehr so, sondern die Vorinvestition, die man tätigen muss und wo man auch dranbleiben muss, ist eine ganz andere. Ich nehme an, ich habe jetzt Bilder von dir gesehen, Social Media mäßig, Studioaufnahmen. Mhm. Das sah jetzt alles so aus wie, das ist ein Proberaum, ich habe ein Studio eingerichtet, ich habe mein Zeug zum Aufnehmen und ich produziere selbst. Genau. Also wir haben einmal das, wir haben einmal unser Studio, unser eigenes kleines Home-Studio in unserem Proberaum voll ausgestattet, machen da auch unsere Demo-Sachen. Ich mache meine Demo-Sachen auch, da ich ja der Hauptsongwriter bin unter meinem Namen, schreibe ich das alles auch mal bei mir oder nehme das auch im Schlafzimmer auf, schicke das meiner Band, schicke das meinen Jungs, die das dann einspielen sollen. Jetzt auf der neuen Scheibe habe ich den Bass komplett selber gespielt, weil es einfach auch zeitlich nicht mehr gepasst hat vom Personenmanagement einfach. Wenn die Demos dann ausgereift sind, dann gehen wir ins Studio. Also dann buche ich mir ein Studio und einen Toningenieur und dann tracken wir die Sachen. Ich bin jemand, der oldschool trackt, also in einem Raum die Dinger angefeuert, Drums mikrofoniert, Raum mikrofoniert, Bass-Amp mikrofoniert, reingelaufen oder halt noch ein Gitarren-Amp. Jetzt waren wir nur zu zweit, da ging es natürlich schwer, weil ich kann mich nicht klonen. Das ist vielleicht in der Zukunft, wer weiß. Und halt wirklich einfach drauf, ne? Und dann gemischt. Aber ja, es ist wirklich so, du musst investieren in ein Studio und dann noch am besten musst du gucken, dass du jemanden kennst, der mischt, der das ordentlich macht. Dann brauchst du noch ein ordentliches Master, dann brauchst du noch einen ordentlichen Videoproduzenten. Und dann hast du vielleicht, wenn es gut läuft, so zwischen 2.000 und 5.000 Euro ausgegeben. Aber dann hast du erstmal ein fertiges Produkt. Dann ist das noch auf keiner Plattform, dann ist das noch nicht vermarktet, dann ist das noch nicht in irgendwelchen Kreisen unterwegs. Und wie vermarktest du heutzutage? Ja, wie vermarktest du heutzutage? Also klar, Social Media, das kommt nicht drum rum.
Deswegen machen wir das ja auch. Und klar, es macht schon Bock, so Videos zu machen. Und auf meinen YouTube- und Instagram-Channels ist da auch ein Haufen Zeug drauf. Aber wenn du mich jetzt fragst, so, ja, was macht denn dir mehr Bock? Machst du lieber das oder gehst du auf die Bühne? Alter, gib mir die Bühne! Ja, ich meine, es gibt, dass wir hier vor einer Vox-Wand sitzen, ist ja auch nicht ohne Grund, weil Sebastian auch hier einen Deal hat und du machst für die Jungs Produktvorführungen, bist ja Produktspezialist. Genau. Das ist natürlich auch ein Weg, den man einschlagen muss. Und Endorsement hat auch, ich sage jetzt ganz mal negative Seiten, das ist ja durchaus auch positiv, weil es auch irgendwie finanziell unterstützt wird, aber man muss natürlich auch da sein für die Firma. Es ist nicht so wie früher, hier hast du 10 Amps, mach's gut, mein Junge, und mach mal ein Foto davon, ja, sondern nee, es ist ein Geschäft, wie du sagst, es ist ein Geben und ein Nehmen. Ja. Und das ist ein Weg, den du auch gehen musst dann einfach. Ja, also ich sehe das immer so, die professionelle Musikerseite, also erstmal, ich bin Rockmusiker, ich bin Rockgitarrist. Wie professionell kann ein Rockgitarrist bitte sein? Ne? Also der professionelle Rockgitarrist hat vor ein paar Jahren noch Drogen genommen und hat irgendwann eine Überdosis kassiert und war weg. Mit 27. So. Mit 27 den Punkt musste so schaffen. Aber klar, wir haben uns heute, und das ist ja auch nicht alles schlecht, wir sind heute irgendwo angekommen, dass du sagen kannst, hey, ich bin als Rockgitarrist tätig, aber ich habe einen 40-Stunden-Job in der Woche. Wie viele, du kennst sie alle, die ganzen anderen Produktspezialisten von den Firmen, es sind geile Rockklampfer, geile Gitarristen, die auf den ganzen Events durch die Nation fahren, die unterwegs sind, mit Leuten zu tun haben, Gitarre spielen können und damit ihre Familie ernähren können. Mhm. So, das ist ja total, total legitim und auch gut, dass es so eine Möglichkeit inzwischen gibt. Ja. So, für mich ist das allerdings, ich mache das ja natürlich nicht als Hauptstandbein, sondern mache das eben auch. Und für mich ist es halt ein ganz, ganz wichtiger Kanal geworden, das auch zu machen, weil ich natürlich klar auch auf die Amps angewiesen bin, aber halt dadurch auch, hey, geh mal beim Session vorbei, red mal, so, wir schicken dich auf die Musikmesse, wir schicken dich auf die Messe und da lernst du natürlich auch wieder Leute kennen. Du präsentierst natürlich das Produkt, aber du präsentierst dir irgendwo auch dein Spiel und auch dich. Und das mitnehmen, was geht, ja. Und ich habe jetzt morgen ein Interview mit meinem Basketballteam aus meiner Heimat, die Basketballmannschaft aus meiner Heimatstadt, okay, weil ich ein hobbymäßiger Zocker bin, ne, und die gesagt haben, hey geil, hier komm, wir machen hier ein Shirt und sowas, ne, dann ist das auch ein Kanal, von dem ich sagen kann, nehme ich den mit oder lasse ich den liegen, ne? Und gerade wenn du auf dich selber angewiesen bist und du weißt, dass da draußen Leute, Firmen sind, die einen Künstler mit hunderten Tausend von Euros promoten, dann nimm mit, was geht und reiß dir deinen Allerwertesten auf. Genau, so ein bisschen von dem Traum trennen, dass man auf die Musikmesse kommt und so wie man früher seine Stars gesehen hat, wenn der Petrucci da stand und der Raum war voll mit irgendwie 20, 30 Leuten und es waren 45 Grad drin und der Typ spielt und alles betet ihn an. Der Part kann auch sein, du stehst irgendwo an einem Eckstand und spielst vor Leuten, die an dir vorbeilaufen. Ja, das ist halt einfach, aber du spielst deine Musik. Und darauf kommt es an und hast am Ende, was weiß ich, 350 Bucks in der Hand. Genau. Und was vielleicht auch wichtig ist, die Künstler sind ja immer so ein bisschen sensibel, ne? Weil die wollen dieses Wirtschaftliche, diese Kommerzialisierung irgendwie, die macht doch die Kunst kaputt. Ja klar, verstehe ich. Allerdings will ich da nochmal gerade an jüngere Leute, die sich das mit der Band überlegen oder mit der Songwriter-Karriere oder sonst was. Ihr müsst euch verkaufen irgendwo auch. Nicht nur eure Musik, weil eure Musik kann so gut sein wie noch was, wenn da nochmal eine Persönlichkeit, ein Charakter dahinter kommt, der halt nochmal einschlägt. So. Dann kommt ihr damit tatsächlich noch mal ein bisschen weiter. Und es ist lustig, dass du das mit der Musikmesse angesprochen hast, weil bei mir war es tatsächlich so, dass ich 2015 auf die Musikmesse gekommen bin und wirklich zum Vox-Stand gelaufen bin und gesagt habe, hier ist meine CD. Die habe ich mit einem Vox-Amp gemacht. Hört euch das an. Und der Produktmanager hat sich das angehört und hat mich danach angerufen und hat gesagt, pass auf, lass uns mal was machen. So, also klar, diese romantische, ne, kann schon mal noch passieren. Kann funktionieren. Seid euch für keinen Spaß zu schade. Aber das war mit Sicherheit nicht der einzige Stand, wo du eine CD abgegeben hast. Nee. Tingeln ist das Wichtigste. Und das war auch nicht das erste Jahr, in dem ich das gemacht habe. Ja. Und das war auch nicht die erste CD. Ne? Also das waren wirklich
Ich habe mal in so einem Buch gelesen, das sich angemaßt hat, über das moderne Musikgeschäft zu schreiben. Du kriegst erst eine Antwort auf jede siebte Mail und sowas und keine Ahnung. Ihr müsst euch halt auch vorstellen, und das ist auch ein Punkt, den ich vorne im Kopf hatte, den ich unbedingt loswerden will. Ihr müsst euch vorstellen, dass jede andere von euren befreundeten Bands das eigentlich ja auch gerne hätte. Also geht mal davon aus, dass jeder eigentlich auch gerne dieses Endorsed und Plattenvertrag und Gigs und, ne? Ja. So, also habt ihr irgendwo eine gewisse Konkurrenz zueinander. Und das stimmt schon, aber dennoch möchte ich den jungen Bands immer vor allem auch sagen, arbeitet miteinander. Unbedingt. Arbeitet miteinander, weil seid nicht zu kompetitiv und schießt euch in die Karten und in die Flanken. Nein. Weil wenn ihr das tut, dann tut ihr nur den Großen, die eh so durchkommen und die dicke Kohle haben, denen tut ihr nur einen Gefallen. Arbeitet miteinander, macht mal einen Opener-Gig, tauscht euch Gigs miteinander aus, Clubs miteinander, Nummern etc. Teilt euch den Schlagzeuger. Ja, ja, ganz wichtig. Also dieses Sharon ist mir auch aufgefallen, dass das noch nicht so durchgedrungen ist, wenn du so durch die Musikszene gehst. Im Umfeld hier, jede Band hat mittlerweile irgendwie einen Facebook-Account und einen Instagram-Account irgendwie, aber untereinander gibt es überhaupt kein Zusammenarbeiten, was total schade ist, weil man voneinander profitieren kann heutzutage. Mega. Definitiv. Und das ist definitiv ein Punkt. Ja. Du hast vorhin angesprochen, du hast den Bass selbst gespielt auf deiner Aufnahme. Das ist natürlich auch so ein Punkt, wo man sich drüber im Klaren sein muss, dass du nicht mehr dieses 11-Freunde-Ding hast oder 5 Freunde oder 4 oder 3, je nachdem, wie viel in der Band seid, sondern es kann halt einfach auch mal passieren, dass man sagt, hier, es ist D-Day, es muss raus. Und dann kann der eine nicht irgendwie heulen in der Ecke stehen, sondern es muss halt, das Produkt ist dann am Ende wichtig. So unromantisch, wie es ist, aber es ist nun einfach mal so. Das war zum Beispiel tatsächlich, mein Basser ist einer meiner besten Freunde und ich liebe ihn seit immer schon, seitdem ich ihn kenne. Aber er hat halt einen Job, einen richtigen. Ja. So, also einen richtigen Job. Und er kann sich nicht darauf verlassen, bei mir Bass zu spielen, weil damit kann er seine Miete und seinen ganzen, kann er nicht von leben. Ja. So, und mein Schlagzeuger auch, aber dem ist das ein bisschen einfacher. Und da ging es dann halt wirklich um den terminlichen, einfach nur um die terminliche Geschichte. Ne? Und ich bin eh so ein bisschen, ne, meine Vorbilder, wir haben vorhin über Richie Kotzen geredet, ich liebe Prince, ich stehe auf Stevie Wonder und so, und die haben das auch alles selber gemacht, ich will das auch alles selber machen. Und das war auch richtig geil, mal den Bass selber zu spielen, hat auch mega Bock gemacht, was mich natürlich umso gespannter auf diese Platte macht, auf die ich so Bock habe, weil das auch wieder entgegen allen Konventionen geht, was ich da releasen werde. Ich bin sehr gespannt, was meinst du, Release Day? Release Day tatsächlich, jetzt sage ich das noch gar nicht, weil die Leute mich verfolgen sollen und dann gespannt sehen sollen, wann das passieren wird. Aber ich kann euch schon mal so viel verraten, ich habe keine Gitarren gedubbt, ich habe keine Vocals gedubbt. Okay. Und es ist wirklich so eine, und jetzt könnte man denken, oh, das wird so eine Oldschool-Platte wie Graveyard auch schon macht oder wie, es ist ja so ein Vintage-Trend wieder da. Und ich finde das irgendwo ja schon gut, so auf dieses Vintage-Ding zurückzugehen, aber ich muss auch ehrlich sein, ich bin ein Gitarrist in Lebe in 2018. Mhm. So, das soll nicht klingen wie 1976, ne? Also es ist zwar von der Besetzung minimalistisch und wirklich nur eine Gitarre, ein Bass, ein Schlagzeug, ein Gesang, aber halt trotzdem modern. Und da habe ich halt so Bock drauf, weil du ganz genau weißt, dass so viele Leute so... Und ich bin einfach saugespannt, was wieder die Reaktion drauf sein wird, wenn man mal keinen... Du forderst es heraus sozusagen. Auf jeden Fall, immer. Ich fordere es immer heraus. Also es ist natürlich echt so, also wenn du sowas erzählst, natürlich ist es immer juckt in den Fingern. Heutzutage, wenn man so produzieren kann und, sag mal, günstig produzieren kann in einem Homestudio, ach komm, dann lege ich noch eine rechts, noch eine links und dann mache ich das Solo noch mal dreimal Ambient drüber. Ambient-Effekt hier, Ambient-Effekt da. Ja, und ich blase noch mal, ach komm mal, die Snare können wir noch mal irgendwie nachträglich. Yo, yo. Aber ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Mehr Hall. Definitiv. Und Wasser auf der Snare. Auch so ein Tipp, hilft immer mehr Hall. Egal worauf, mehr Hall. Und dann schön in die Summe auch noch mal. Und Cowbell. More Cowbell, definitiv. Also unterm Strich bleibt zu sagen,
wartet nicht, dass irgendjemand kommt und zu euch sagt, du bist es, mein Freund, sondern, jetzt muss ich mal so eine ganz blöde Kehrtwende, kauft euch doch einfach Recording Equipment bei Session. Holt euch ein Großmembran-Mikro und Interface, lernt, wie man das bedient, die DAW, lernt, wie man ein Demo macht, weil ihr werdet auch dadurch besser, wenn ihr anfangt zu recorden. Du kennst das als Gitarrist, ja. Spielst in deiner Band, da ist mal ein Schrabbler, hört kein Mensch, genau. Spielst auf der Bühne nach 5 Pils, hört kein Mensch. Und veröffentlicht. So. Und raut raus. Wenn du mal davor hockst und der Amp ist angefeuert und da ist ein angefeuertes Mikro davor, jetzt muss ich das ja üben. Ja. Und werdet ihr auch besser. Definitiv. Und wie gesagt, veröffentlichen, egal wo, raus damit, Feedback holen. Es kann euch nur verbessern, was am Ende rauskommt. Und solltet ihr dann wirklich mal das Glück haben, irgendwann mit einem großen Produzenten im Studio zu sein, dann seid ihr auf einem, ich sage jetzt gar nicht Augenhöhe, aber du weißt, wie dein Gitarrensound entsteht. Schon im Vorfeld. Und da stehen wir euch natürlich hier auch mit Rat und Tat zur Seite. Und auch der Sebastian, wenn es um den Gitarrensound geht. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich mich jetzt die letzte Nacht, kurz bevor ich dich angerufen habe, habe ich mir, ich muss es so zum Abspann noch erzählen. Kurz nachdem du mich FaceTimen wolltest, um 11:55. Ja, ich konnte einfach nicht einschlafen, ich musste noch mal reden. Nee, ich habe mir Gedanken gemacht um die Einleitung heute, die ich jetzt total vergessen habe. Es fällt mir gerade wieder ein und ich dachte mir, wie mache ich es? Gehe ich über den Namen? Über den Namen ist super, weil ja. Ich hatte zwei Versionen, die beide so scheiße sind, dass ich sie beide erklären muss. Hier, Sebastian, da haben wir echt, mit Sebastian haben wir in Hessen also gute Erfahrung, der Sebastian Haller, der schießt ein Tor nach dem anderen bei der Eintracht. Und der Sebastian Vettel, super, ist eigentlich blöd gewesen. Das aber noch viel blöder ist, hier Sebastian Drago und das vor Halloween. Ja? Und es war beides oh. So. Die mussten jetzt noch raus. Raus. So, Olli, wir machen es so. Diesmal machen wir es so, aber es darf nicht knallen. Ja? Bam, Ghetto-Faust mit dem Blick nach Offenbach. Hallo, grüßt euch. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wir schalten wieder ein. Genau. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, einfach unten kommentieren. Wir schreiben zurück. Es war mir ein Fest. Macht's gut. Ciao.